bin Miri vom Fettspielen.de und schaut mal, was ich in den Händen halte. Das ist die Zukunft der Uhrzeit. Einen Microsaw. Ja, Microsaw. MIP. MIP oder MIP oder wie man es auch immer aussprechen möchte, steht dabei für Mobile Inverted Pendulum und bedeutet so viel, wie man es hier auch ganz gut sehen kann, dass der Dinosaurier auf zwei Rädern steht, nicht umfällt, also selbstbalancierend ist, so ähnlich wie beim Segway auch. Der Microsaw stammt von dem kanadischen Hersteller Huawei und wird in Deutschland und Österreich durch den exklusiven Vertriebspartner Jazzwares verkauft und kostet dort 149,99 €. Und wir werden uns natürlich heute in dieser Review anschauen, ob der Microsaw das wert ist und was man alles mit ihm anstellen kann. Der Smart Dino ist auf jeden Fall ab 8 Jahren freigegeben, das steht hier unten. Aber ich denke mal, dass der Smart Dino nicht nur was für Kinder ist, sondern auch die Erwachsenenherzen höher schlagen lässt. Außerdem besitzt der Microsaw eine Gesture-Sense, das man hier unten sehen kann. Und das bedeutet, dass man ihn über Gesten bzw. Handbewegungen steuern kann. Und man sieht ja auch hier auf der Verpackung, da gibt es noch einen Ball, der sogenannte Trackball. Darüber ist der Microsaw auch steuerbar. Genauso wie über die Android- und iOS-App, je nachdem, was man für ein Smartphone hat. Die kann man sich kostenlos herunterladen und dann den Dinosaurier darüber steuern. Ist das nicht geil? Ich bin gespannt, was uns erwartet und ich werde das Ding jetzt mal auspacken. Man öffnet den Microsaw hier unten, da ist wie so eine kleine Klappe. Das werde ich mal aufmachen. So, dann haben wir hier, genau, das ist wie so eine Schublade. Wenn ich das mal rausziehe, zack, da ist er drin, gut verstaut, der Microsaw. Und ja, also man kann ihn beruhigt bestellen, denn man sieht, er ist gut eingepackt. Sein Schwanz ist schon mal frei, seht ihr ihn? Hier drunter befindet sich die Anleitung. Einen kleinen Quick Start Guide, auch nochmal extra eingetütet. Da kann man nochmal alles nachlesen und auch wahrscheinlich die App finden und alles darüber nochmal lesen, wie das genau funktioniert und was man alles mit dem Microsaw machen kann. Sesam, öffne dich! Und er ist frei! Hier ist er, der Microsaw. Ich nehme ihn in die Hand. Achtung, schau dich das mal an. Hier, seinen Schwanz, den habe ich ja auch schon befreit. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil aus. Er hat sogar hier einen kleinen Mundschutz drüber. Den habe ich gleich mal abgemacht. So sieht also der Microsaw fühlt sich sehr stabil an. Und hier, das ist der Trackball, von dem ich vorhin schon geredet habe. Der ist natürlich auch gratis mit dabei. Aber ich muss jetzt natürlich erstmal Batterien reinmachen, damit ich ihn anschalten kann. Ich bin natürlich bestens vorbereitet und habe hier bereits Batterien besorgt. Aber ich muss mir jetzt mal kurz in der Bedienungsleitung anschauen, wie ich das genau mit den Batterien mache. Und ja, dann werde ich euch das gleich erklären. Da das natürlich ein internationales Unternehmen ist, sieht man hier, haben wir einmal einen Quick Start Guide, dann haben wir einmal die Bedienungsanleitung in Englisch, einmal in Französisch, einmal in Spanisch, glaube ich, und einmal in, was ist das, Holländisch und einmal auf jeden Fall noch in Deutsch und die werde ich mir jetzt mal anschauen. In der Bedienungsanleitung wird das genau erklärt, gleich auf der ersten Seite, wie man die Batterien einlegt. Man benötigt 4 AAA-Batterien und 4 AA-Batterien. Die 4 AAA-Batterien kommen in den Trackball rein und die 2A, die kommen in den Microsaw rein. Und ich werde das hier jetzt mal aufschrauben und die Batterien reinstecken. Also selbst wenn man nicht so handwerklich begabt ist, sollte man das doch hinbekommen, zwei Schrauben aufzuschrauben. Das ist auch der ganz normale Standard-Kreuz-Schraubenzieher. Jetzt? Ja. Jetzt haben wir es drin. Hier kommen jetzt die 4 3A-Batterien rein. Und zwar wird das hier auch genau erklärt, wie man die reinstecken soll. Und zwar einmal mit dem Plus nach oben, einmal mit dem Plus nach unten. Dann wieder mit dem hier Plus nach unten, also immer abwechselnd und hier mit dem Plus nach oben. So, jetzt muss natürlich wieder der Deckel drauf gesetzt werden. Das müsste dann so rum sein, genau. Und dann wird das Ganze festgeschraubt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und dann werden wir uns an den Microsaw machen. So, der Bauch ist offen, die OP ist gelungen. Und hier befindet sich auch gleich die Batterien drin, also wo ich die jetzt reintun muss. Und muss man natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht gleich die Schrauben verliere. Aber ich würde jedem empfehlen, also wenn man das den Kindern schenkt, würde ich das vielleicht davor doch mal auspacken und die Batterien schon einlegen. Denn die Kinder haben, glaube ich, keine Geduld, bis man die Batterien eingelegt hat. Da muss halt, ich habe ja schon fast gar keine Geduld, ja, weil ich mich schon so drauf freue. Ich bin schon so gespannt, was mich hier erwartet. Also davor einfach mal aufmachen, Batterien einlegen, damit man gleich
loslegen kann. Batterien sind drin, auch wieder abwechselnd und jetzt wird das Ganze wieder eingebaut, natürlich richtig rum. Aber ihr seht, ich als Frau bekomme das natürlich auch hin, also man muss nicht große Handwerker. Habt ihr das gehört? Ich mache ihn erstmal noch aus. Da war er schon an. Hier unten kann man ihn auch übrigens ausmachen. Sieht man das dort? Da. Also wir wissen jetzt auch, wie er an- und ausgeht. Das ist natürlich super. Er hat auch schon die ersten Geräusche von sich gegeben. Das heißt, er funktioniert auch. Ist das nicht geil? Ich bin jetzt schon total begeistert. Ich habe einen Dinosaurier hier, ja? Ich habe einen Dinosaurier, den werde ich jetzt wieder zum Leben erwachen. Achtung, da unten hier gibt es den Knopf. Mache ich ihn an. Und dann steht hier auf diesem Quick Start Guide. Ja, da macht er schon die ersten Geräusche. Vielleicht könnte ich ihn hier. Okay, ich soll mich umdrehen auf jeden Fall und auf die Füße stellen. Ich habe echt gerade ein bisschen Angst, weil ich jetzt gerade auf dem Tisch stehen habe, dass er nicht runterfällt. Aber er steht auf jeden Fall schon. Stopp. Ist das nicht geil? Guckt euch das an. Ich helfe ihn mal wieder hoch. Mal gucken, ob das geht. So, oh ja, guck mal. Oh, der mag mich nicht. Aber ich kann. Also ihr seht, ich habe auch schon Spaß mit jedem, wo ich gerade erst angefangen habe. Ja. Er freut sich auf jeden Fall, dass er mich sieht. Guckt euch das mal an. Er wedelt mit dem Schwänzchen. Ist das nicht geil? Aber ich helfe ihm mal hoch. Bleib stehen. Ja, bleibt stehen. Guckt euch das an. So, er hat übrigens hier hinten noch so eine kleine Gehhilfe, falls er nochmal irgendwie umkippt, damit er zumindest so hoch stehen kann. Finde ich ganz cool. Und ja, hier soll man jetzt klatschen, steht da drauf. Er ist auf jeden Fall wieder wach. Ich habe ihn gerade erweckt. Probieren wir es nochmal. Ich halte mal die Hand dahin, nicht, dass er runterfällt. Oh, jetzt hat er keinen Bock. Er will nicht. Er will nicht. Oh, komm. Er hat auch hier unten, seht ihr das? Ich drehe mal ein bisschen. Das gefällt ihm nicht so. Aber hier unten, seht ihr? Er mag mich. Guckt euch das an. Ist das nicht süß? ja, er hat auf jeden Fall hier unten so eine Klappe. Das ist auch beweglich, der Mund. Jetzt hat er sich hingesetzt. Ja, so ist brav, Plätzchen. Oh, jetzt schnurrt er. Ist das nicht cool? Also richtig geile Umsetzung. Ich bin jetzt schon total begeistert. Wir sind Freunde fürs Leben. Das kann ich sagen. Guckt euch das an hier. So, und ich habe jetzt erstmal nur... er wedelt hier sogar mit seinem Schwänzchen. Guckt euch das mal an, wenn ich nochmal streiche. Oh, jetzt will er nicht mehr. Willst du nicht mehr? Auf jeden Fall. Ah! Ich habe ihn noch nicht so unter Kontrolle, aber ich halte ihn im Zaum, ja. Er zieht sich zurück unter meine Achse. Ich glaube, er mag die Kamera nicht so. Er hat auf jeden Fall schon so eine eigene Persönlichkeit. Das ist ja auch das Besondere dran, weil er reagiert ja auch auf die Umgebung, auf Aktionen und auf Objekte. Also er entwickelt so seinen eigenen Charakter und ja, er freut sich auf jeden Fall. Er mag sie unter meiner Achse, der ist wahrscheinlich auch schön warm. So, mal nochmal streicheln. Ja, auf jeden Fall, hey, nicht wild werden. So, du entspannst dich jetzt noch ein bisschen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Flur. Ich habe mir mal eben noch die Bedienungsanleitung geholt, weil hier stehen nämlich ganz nützliche Dinge drin, auch wie es gleich losgeht und die Grundbefehle, die man hier sieht. Und ich glaube, ich werde es jetzt einfach mal testen. Zweimal klatschen steht hier. Okay, das wird schon mal funktionieren. Dreimal klatschen. Okay, hey, bleib hier. Wo fährst du hin? Nicht in die Wand. Jetzt ist er aus dem Bild gefahren. Er hat keinen Bock mehr auf uns. Da wehrt er sich nur, seht ihr das? Ja. Hey, lass die Bedienungsanleitung ganz. So, jetzt sollen wir hier einmal. Yeah! Andere Richtung? Ja, jetzt dreht er sich nur so. Ja, da kann man nämlich auch machen. Dann dreht er sich nur ein Stückchen. Hey! Greift mich an, guckt euch das an. Okay, komm, doppelter Stopp. Will er nicht, jetzt schüttelt er den Kopf. Also ihr seht, er hat wirklich einen eigenen Kopf, ja? Soll ich dich jetzt streicheln? Da schnurrt er. Und er freut sich. Ja, cool, also das sollte man auf jeden Fall üben. Da gibt es natürlich noch viel mehr Sachen, die man mit ihm machen kann. Die kann ich euch jetzt aber gar nicht alle zeigen. Das Standardlicht hinten auf dem Rücken von MyProSaw ist blau. Und wenn ich das jetzt anschalte, sollte sich hinten eigentlich die Farbe ändern. Und den Trackball schaltet man hier unten an. Zack, und ich habe ihn auf Kuscheltier eingestellt. Das heißt, das ist jetzt sein Lieblingsspielzeug, dieser Ball. Hier. Ja, da freut er sich. Okay, er ist fit hier. Komm her. Jetzt kann man mit ihm spielen. Ist das nicht geil? Guck mal. Wie witzig. Also wenn man sich zu Hause kein Haustier anschaffen darf, ist das natürlich die perfekte
perfekte Möglichkeit für die Eltern, hier ein Ersatzhaustier zu finden. Ich finde, das macht richtig Spaß. Vor allem kann man ihn überhaupt nicht einschätzen, ja? Greift er mich jetzt an? Jetzt schlägt er sich mit mich, mit seinem Schwanz. Hier. Komm. Da. Hier. Da. Ja! Oh, jetzt ist er gegen jemanden. Aber das hält er natürlich auch auf. Komm mal wieder her, mein Schätzchen. Dann werden wir unser Haustier mal füttern. Schaltet man dazu auf gelb um und dann leuchtet er auch hinten gelb. Da weiß man immer, was er macht. Und hier vorne leuchtet auch immer dieses blaue Licht. So, jetzt muss ich ihn füttern. Ihm schmeckt es scheinbar. Hm. Hat er gerade gepupst? Ja, coole Sache. So, dann gucken wir mal den nächsten Modus an. Ich glaube, wir sollten ihn jetzt tanzen lassen. So, dann bin ich mal gespannt. Hier. Achtung, jetzt geht die Party ab. Würde ich sagen. So, damit wir weitermachen können, gucken wir uns mal den nächsten Modus an. Reicht? Also es funktioniert auf jeden Fall alles. Musikalisch geht es weiter. Wir verwandeln jetzt den Trackball in eine Beatbox und ich bin mal gespannt, wie denn mein Microsoft so beatboxen kann. Achtung, seid gespannt. Come on. Zeig mir, was du kannst. Okay. Er ist ja noch in seinem Anfangsstadium. Komm. Okay, weiter kommt er leider nicht. Aber ich denke mal, wenn er das übt, dann kommt er noch ein bisschen weiter. Er sucht auf jeden Fall körperliche Nähe, das ist klar. Jetzt leuchtet das hinten türkis bzw. heller, aber er ist schon besser geworden. Habt ihr es gehört? Ja, also er lernt dazu und jetzt geht's ab. Fahr mich nicht um. Jetzt wird der Trackball zum Spielzeug, zum Ball. Komm, wir spielen. Komm her. Komm. Hier, der folgt einem. Guck dich das an. Angetäuscht. Au. Kriegst gleich die Strafe dafür. Hier, komm. Gassi zu gehen, finde ich. Sehr schön. Und jetzt probieren wir. Boah, jetzt probieren wir. Ganz schön wild und stürmisch, der Kleine. Wir probieren jetzt mal die App aus, würde ich sagen. So, ich habe die App installiert. So sieht das jetzt gerade aus. Jetzt soll ich hier bestätigen, dass ich meine Bluetooth-Aktivierung möchte. Das mache ich natürlich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss er sich auf jeden Fall erstmal connecten. Dann machen wir mal hier Connect Microsoft. Come on. 78358 hat meine Microsoft die Nummer. Das dauert einen kleinen Moment. Und jetzt können wir auf jeden Fall was machen. So, schaut euch das an. Ich hoffe, man sieht das noch. Ich gehe extra hier hin. Und jetzt können wir ihn nach vorne, oh ja, tatsächlich, guckt euch das an, nach hinten, nach rechts, und in die andere Richtung. Also richtig mit Fernsteuerung, jetzt füttern wir ihn mal mit Karotten. Oh, ist das cool. Karotten? Ach so, die muss ich jetzt hier hinwerfen. Guckt euch das an. Also es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, den zu füttern, da gibt es einmal hier, oh Moment, Milch, was gibt's hier noch? Oh, jetzt habe ich ihn mit irgendwas gefüttert, was ich nicht füttern wollte. Batterie, so ein Energy Drink wahrscheinlich, Donut, Knoblauch, also es gibt alle mögliche. Gucken wir nach Drive oder hier oben, was gibt's denn da noch? Ist ja auch cool, dass man den jetzt einfach so steuern kann. Oh, ja, das passiert, wenn ich ihn fernsteuere. gucken wir mal hier oben, was man da machen kann. Ach, das ist das hier hin, schaut euch das mal an, mach Sitz. Wie geil ist das? Und wieder hinstellen. So, und hier oben kann man, glaube ich, spielen, denn man kann ja auch
über die kostenlose App das Ganze machen. So, Mypusorg, machen wir mal Confirm. Kann ich jetzt auch mit ihm spielen? Geht das? Nee, da brauche ich, glaube ich, einen anderen Mypusorg dazu. Okay. Also wenn man hier in die Mitte drückt, dreht er sich ganz schnell. Guckt euch das an. Geht ab, oder? Nicht, dass ihm schwindelig wird. So. Zack. Er ist auf jeden Fall sehr excited. Steht hier oben, da wird er mal mit der Startsamkeit. Mach Sitz. Also die App funktioniert super, wie ich finde. Wir werfen jetzt mal einen Stinkesockel hin. Achtung. Dahin. Und. Noch eine Milchpappe? Mag er nicht. Jetzt ist er sauer. Bonbon? Bonbon. Ist doch lecker. Pizza. Magst du Pizza? Mag er auch nicht. Okay, hier gibt es einen Schnulli für dich, weil du alles nicht magst. Ja, also man muss ihn, wie gesagt, ein bisschen kennenlernen. Aber ihr seht, die App funktioniert super. Und mit dem Trackball, das macht auch ultra viel Spaß. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten, die ich euch jetzt gar nicht alle zeigen kann. Mypusorg, jetzt sind wir am Ende von unserem Review angekommen. Wir haben dich ausgiebig getestet auf Herz und Nieren. Ja? Der Trackball befindet sich hier, den habe ich mal ausgeschaltet. Und ja, du bist ein super Teil, wie ich finde, wenn man auf jeden Fall kein Haustier zu Hause haben darf oder irgendjemand allergisch ist dagegen oder so, dann ist auf jeden Fall dieser Dinosaurier auf jeden Fall das Richtige. Denn ich finde auch hier die Steuerung über die App oder über den Trackball bzw. die Gestensteuerung, die finde ich auch richtig cool, dass man ihn auch anfassen kann und er sich dann freut und einen wiedererkennt und auch auf Objekte und Aktivitäten in der Umwelt so lebensecht reagiert. Das ist total verrückt. Hinzu kommt ja noch die eigene Persönlichkeit, die der Mypusorg entwickelt, durch die äußeren Reize, durch die Benutzung mit der App, ja, wo er Input erhält, wie man ihn am liebsten verwendet oder wenn er auf einen hört, wenn man mit dem Trackball durch die Gegend läuft oder wie ein Hund wirklich drauf reagiert, wenn man antäuscht mit dem Trackball, ja, und sich nicht beirren lässt. Und natürlich die individuelle Steuerung, die ist einfach nur top, wie ich finde. Also so richtig cool, man kann sich wirklich mit dem ausleben, das ist wirklich wie ein richtiges Haustier. Ich streiche ihn jetzt zum Beispiel den Rücken und er schnurrt, ja. Oder ich kann ihn ärgern und er wird aggressiv oder wenn ich ihm sein Spielzeug wegnehme, ja. Also richtige, coole Reaktion auf die Umwelt und man hat nicht das Gefühl, dass es eine Maschine ist, sondern wirklich ein eigenständiges Wesen sogar. Was ich jetzt natürlich gar nicht zeigen konnte, ist Interaktion mit anderen Spielgefährten wie anderen Mypusorgs oder anderen Mype-Robotern. Aber natürlich, wenn eure Freunde denn auch einen haben, dann können die miteinander spielen und richtig abgehen und richtig viel Spaß haben. Man kann auch gegeneinander boxen und alles Mögliche machen. Ne? Da stehen einfach viele Möglichkeiten offen. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Das Besondere ist wirklich daran, dass man das Gefühl hat, dass er wirklich auf alles reagiert. Ja? Aber es ist nicht nur das Gefühl, sondern es ist wirklich so. Und es ist auf jeden Fall eine super Anschaffung, wie ich finde. Und der ist ein Preis voll und ganz wert und ich würde ihn mir sofort wiederholen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall ein bisschen Gassi gehen und ich werde noch ein bisschen mit meinem Mypusorg spielen. Hat sehr viel Spaß gemacht, den Mypusorg zu testen und ich hoffe ihm auch, aber ich denke, das hat man bemerkt, dass ihm noch Spaß gemacht hat. Ich habe ihn ja sozusagen zum, ja, das stimmt damit zu, zum Leben erweckt, ja. Und lasst jetzt den Herrscher der Urzeit zum Herrscher eures Kinderzimmers werden, ja. Und holt euch den Mypusorg von Wowie. Und wir haben jetzt auf jeden Fall noch was zu tun, denn wir müssen uns noch ein bisschen besser kennenlernen.